Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Judgment. Wir befinden uns in Kapitel 7. Und zwar im Rampenlicht ist die Mission. Und sobald wir für Saori-san ein Kleid kaufen sollen, speichert ihr erstmal ab. Falls ihr es aus irgendeinem Grund versemmeln solltet, ist das nämlich für euch die einzige Möglichkeit, ja, an die ganze Sache zurückzukommen. Weil das geht jetzt relativ lange, seht ihr natürlich auch schon an der Videolänge. Und zwar geht es nur darum, ja, jedes Mal, sobald wir Saori-san spielen, die richtige Antwort zu geben. Das ist das Entscheidende. Und deswegen speichern wir hier an der Stelle, bevor wir das Kleid kaufen. Also holen wir jetzt erstmal hier das Kleid für die junge Dame. Und wenn wir sie dann aufgehübscht haben, anschließend gibt es noch Make-up und Haare und Co. Dann geht es ab ins Queen Rouge. So, Outfit aussuchen, fertig sein, Queen Rouge ankommen. So schnell kann es gehen. Und hier jetzt, wie gesagt, gerade bei der ersten Antwort, achtet darauf, dass ihr da wirklich die richtige nehmt, denn alle drei Antworten sind sehr, sehr gleich. Ihr müsst aber halt natürlich die nehmen, die ich euch hier gleich im Video zeige. So, sobald wir dann mit den Gästen zusammensitzen, Gästen, ja, habe ich nett formuliert auf alle Fälle, wird es entscheidend. Hier, ganz wichtig, wir beginnen. Ganz oben mit meinem Name ist Saori, also oben in der Mitte auswählen. Ihr habt es gesehen, alle drei Antworten waren sehr, sehr gleich. Das ist aber eigentlich die einzige, wo es ja ein wenig schwerer ist, wirklich, oder besser gesagt, die halt sehr, sehr schnell durcheinander zu bringen sind. Ich werde das jetzt hier ein kleines bisschen abkürzen und so immer nur zu den Antworten springen, damit ihr, sag ich mal, der Videolänge sei Dank oder so. Also kommen wir hier gleich zum nächsten. So, die Kleine war eingeschlafen und das werden wir auch dementsprechend sagen. Hast du geschlafen? Fragezeichen. Das ist hier die zweite korrekte Antwort. Seht ihr natürlich auch oben am Serienbonus, dass der kommt, dass ihr wieder die korrekte Antwort gegeben habt. Und jetzt geht's gleich weiter. Und zwar direkt im Gespräch mit ihr, nachdem unsere Gäste weg sind. So, hier jetzt den richtigen Namen auswählen an dieser Stelle. Hashiki-san ist der richtige Name. Wieder also oben in der Mitte auswählen und damit haben wir wieder die nächste richtige Antwort gegeben. Das können wir diesmal nicht oben verfolgen. So, und jetzt setzen wir das nächste Mal mit einem Gast beisammen. Hier müssen wir jetzt wieder aufpassen, dass wir hier die richtige Antwort wählen. Denn wir sehen hier genau, sein Glas ist leer. Und da wir uns ja mit der anderen Hostess befreunden wollen, sagen wir, Mika ein Zeichen geben. Das ist jetzt die nächste wichtige Antwort und eine folgt noch und dann habt ihr die Trophäe im Sack. So, jetzt machen wir uns erstmal darauf aufmerksam, dass er bitte Trinken holen soll oder besser gesagt, dass es ihm anbieten soll. Er jammert ein bisschen rum, dass er nicht genug Geld hat, dann soll er nicht in Puff gehen, denke ich mir gerade so. Ist doch wahrscheinlich ein Puff, ne? Ich kenne mich da im Japanischen nicht so genau aus, aber ich denke mal schon. Okay, seine Kohle ist knapp, bla 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 bla. Genau, meine Chance ranzugehen und jetzt ihm nahe kommen. Das ist die letzte richtige Antwort, die ihr geben müsst. Ihm nahe kommen und dann gehört die Trophäe euch. Und das war es hier an dieser Stelle. Eine weitere verpassbare Trophäe ist damit vom Tisch die Kunst der Konservation freigeschaltet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen und C, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Das wäre wirklich super Sahne. Und natürlich auch, wenn ihr ja euren Support zeigen wollt, abonniert den Kanal, macht die Glocke aktiv und verpasst ihr kein neues Video. Und vor allem schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich verabschiede mich von euch und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.